Hallo und herzlich willkommen zur 54. Episode unseres Phoenix Nomads Podcast. Hier geht es rund ums digitale Nomadentum und Online-Business, um Reisen, um Mindset und alles, was dazugehört. Und heute haben wir die liebe Jana zu Gast. Und ich werfe auch den Ball gleich mal rüber. Hallo Jana und stell dich gerne mal vor, wer bist du, was machst du und let's go, du hast das Wort. Hi, also ja, vielen Dank erstmal für eure Zeit oder für deine Zeit. Finde ich richtig cool, dass wir das hier zusammen machen. Ja, wer bin ich? Also ich bin Jana, 39, lebe aktuell im schönen Hamburg und bin Finanzberaterin für Frauen. Jetzt werden wahrscheinlich ganz viele mit den Augen rollen, wieder denken, oh, warum nur für Frauen? Was? Habe ich tatsächlich ganz oft erlebt, dass sich da direkt Menschen ausgeschlossen fühlen. Aber der Punkt ist, dass es zum einen sehr, sehr wenige weibliche Finanzberater gibt oder Finanzberaterinnen, was ich sehr schade finde, weil ich glaube, dass viele Frauen, und das muss gar nicht mit dem Mann per se zu tun haben, sondern sich da einfach unwohl fühlen und sagen, ich möchte lieber mit einer Frau reden. Ne? Also auch gerade, ich sag mal, wenn es um Thema Gesundheit geht zum Beispiel, ist es total wichtig. Und ja, und ich selber war ja auch lange auf der Suche, auf eine Finanzberaterin, als ich mal eine gebraucht hätte und habe gedacht, warum gibt es die nicht in meiner Nähe? Warum, egal wo ich hingehe, warum werde ich immer nur mit Finanzberatern zusammengesetzt? Warum sind in Bankenvorständen, warum sind da fast nur Männer und solche Dinge? Und so hat sich das halt entwickelt. Und das macht mir einfach Spaß zu sehen, wie sehr Frauen aufblühen, wenn sie merken, okay, ich bin jetzt nicht mehr von dieser Beziehung, in der ich vielleicht schon länger nicht mehr glücklich bin, abhängig. Ich muss jetzt nicht mehr in dem Job bleiben. Ich kann mir noch mal Weiterbildung XY leisten. Ich bin es mir wert, mir Weiterbildung XY zu leisten, was ja auch ein ganz wichtiger Punkt ist. Und ich habe was gelernt und ich habe Lust, das Wissen weiterzugeben. Ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt, dass zu sagen, hey, Absolut. ich habe mir da jetzt ein bisschen finanzielle Bildung angeeignet und ich rede da jetzt auch mit meinen Freundinnen drüber und die machen das jetzt auch oder mit Mutti, Oma, Tante, wie auch immer, Kinder, ja, also die Töchter, die werden ja auch ganz oft außen vor gelassen. Ja, dass das halt weitergegeben wird quasi so von Frau zu Frau. Und das ist was, was mir total Spaß macht, definitiv. Ja, mega, finde ich voll gut. Mein Weg hat ja auch im Finanzvertrieb gestartet quasi. Und ja, das war auch Männerdomäne schlechthin. Überall, ja, wir waren deutlich in der Unterzahl. Und gleichzeitig kommt ja hinzu, das Thema ist für Frauen, gerade je älter sie werden, auch relevanter als für Männer. Es ist für alle essentiell wichtig, aber gerade Thema Definitiv. Altersarmut, da kannst du gleich auch, ja, wahrscheinlich ein Lied von singen, ist für Frauen eben essentiell. Deswegen finde ich es überhaupt nicht komisch, dass du es von Frau zu Frau anbietest. Bietet sich ja auch an. Und klar, Frauen fühlen sich, manche Frauen bei anderen Frauen wohler. Und es betrifft uns einfach. Deswegen, ja. Thema Altersarmut. Wie stehst du dazu bei Frauen? Oh, es ist so ein Thema. Ich habe eine ehemalige Arbeitskollegin. Ich liebe sie, wir haben immer noch Kontakt. Aber das ist zum Beispiel, als sie mir gesagt hat, ihr Mann kümmert sich um alles. Mir ist alles aus dem Gesicht gefallen. Also sie hat mich angeguckt und gesagt, ja, ich weiß schon, wie du dazu stehst und so. Ich sage, ja, wir sind ja 40 Jahre verheiratet, was soll denn noch passieren und so. Ich sage, ja, weißt du denn, wie du an die Unterlagen kommst? Weißt du denn, wie viel auf deinem Konto ist? Weißt du denn, was du verdienst? Ja, nee. Und ich so, ich hab dich lieb, aber gerade will ich dich hauen. Also gerade möchte ich dich einfach nur mit dem Kopf gegen die Wand hauen, weil es ist für mich einfach nicht nachvollziehbar. Und ganz oft höre ich auch den Spruch, also es ist vielen Frauen auch gar nicht bewusst. Es ist vielen Frauen Das ist gar nicht nicht. bewusst, dass sie ja finanziell benachteiligt sind sozusagen. Also fängt ja schon bei Lohnungleichheit an, ja. Dann geht es ja damit weiter, dass wenn man sich für eine Familie entscheidet, dass die Frau ja diejenige ist, die dann zu Hause bleibt, Du meinst, ja. in den meisten Fällen, ja. Dann überlegt man sich ja, da kommt jetzt nochmal ein zweites hinzu. Es wird einfach schwieriger, wieder in den Job zu kommen, weil auch Arbeitgeber haben nicht unbedingt Bock auf Mütter, das ist leider Fakt. Natürlich, ne, ich will nicht alle über einen Kamm scheren, es gibt auch Firmen, die sich da sehr für einsetzen und das auch fördern und da auch Teamgeist ist und so weiter. Aber meine Erfahrung und das, was Leute mir erzählt haben, ist oft so, dass es so schwer ist, wieder Fuß zu fassen.
So, dann fehlt dir die Einnahmequelle. So, du hast einfach schon mal weniger in die Rentenkasse eingezahlt, per se. Noch weniger, als hättest du einen Vollzeitjob. Und dann, wenn es richtig schlecht läuft, dann sagt der Mann vielleicht noch so: Oh nee, jetzt bist du aber so ein bisschen, ja, weiß ich nicht, du hast dich jetzt aber ganz schön gehen lassen und kannst du dich auch mal um dich kümmern? Ja, kannst du nicht, du hast zwei Kinder, du musst dich 24/7 darum kümmern. Da ist dir vielleicht auch mal scheißegal, wie deine Haare liegen oder ob du 2, 3 Kilo zugenommen hast, weil es dir in erster Linie um deine Kinder geht. Ja. Oder du vielleicht Energie nicht hattest, vielleicht haben deine Kinder auch Herausforderungen, vielleicht ist ein Kind auch krank, vielleicht musst du dich da auch mehr darum kümmern als ums andere. Vielleicht kriegst du keinen Kindergartenplatz. Was auch immer. Und das sind dann Männer, die kommen dann nach Hause und sagen, also, warum ist die noch nicht aufgeräumt? Und dann wollen das jetzt hin, ah, meine Frau, aber die lässt sich aber ganz schön gehen. Also, na, und das Ganze gar nicht begreifen. Und dann sagt der Mann sich so, oh ja, also wir arbeiten jetzt hier mit Klischees, aber meine Sekretärin, Mensch, die ist aber hübsch. Aber die ist ja auch noch so jugendlich, man, die hat ja voll Energie. So, und dann, ja, dann kommt es vielleicht zur Trennung, zur Scheidung, was auch immer. Und dann ist es so, dass die Männer dann auch noch häufig so dummbratzig werden, wenn ich das jetzt mal so direkt sagen darf, und dann auch nicht mehr Lust haben, für die Frau und die Kinder zu bezahlen, wo sie sich ja mal für eine Familie entschieden haben. Und das passiert leider sehr häufig. Ich kriege oft dann, oh ja, dann bist du unromantisch und bist immer so voll fies. Ich sage, nein, das sind einfach Sachen, die ich mitbekommen habe. Ich sage nicht per se, alle Menschen sind so. Um Gottes Willen. Ja, es gibt auch eine Trennung, wo man sagt, jo, es funktioniert nicht mehr. Wir gucken jetzt aber, dass es alles super funktioniert. Es gibt auch Männer, die sagen, ich möchte meine Frau finanziell unterstützen. In der Zeit, mir ist klar, dass sie im Grunde 24/7 arbeitet, dass sie alles macht, dass sie mir den Rücken frei hält und ich möchte irgendwie meinen Teil tun. Definitiv, die gibt es. Aber jetzt nicht so oft. So, das ist leider de facto. Und da muss mehr Bewusstsein für die Frau geschaffen werden, dass sie, also selbst wenn du mit einem normalen Vollzeitjob arbeitest, kannst du von deiner Rente nicht leben. Also das ist sowieso mal de facto. Also du musst so oder sowas tun. Das Definitiv. betrifft ja auch alle. Also das ist ja, klar gibt es Unterschiede, wer wie viel verdient, aber das ist per se und unsere Generation, bis wir in Rente gehen, mag jetzt keine Prognosen abgeben, aber da wird das sowieso noch herausfordernder. Deswegen dürfen sich alle mit dem Thema beschäftigen, auch wenn sie es nicht wollen und nicht wissen. Du hast gerade Bewusstheit gesagt, ja. Ich habe auch das Ganze immer so empfunden, dass es viel Aufklärungsarbeit ist. Insgesamt für Ja. alle, aber natürlich auch für die Frauen. Und es gibt solche und solche. Und leider passieren die Beispiele, die du gebracht hast, ja tatsächlich. Deswegen von nichts kommt ja auch irgendwie nichts. Natürlich sind nicht alle so, aber es gibt sie. Und nichtsdestotrotz, auch davon abgesehen, sind es natürlich Frauen, die ja zumeist am Ende noch nachteiliger dastehen. Und wir wollen jetzt auch gar nicht zu sehr in das Detail von Altersarmut, von Frauenaltersarmut oder generell. Wir gucken uns jetzt mal so ein bisschen deinen Weg an. Weil neben dem, dass das Thema essentiell wichtig ist, da bin ich ja voll bei dir, soll Ja. es ja auch ein bisschen um deinen Weg gehen. Wie bist du denn überhaupt zum Thema Finanzen gekommen und dazu, dass du damit jetzt durchstarten möchtest? Ja, so, ich hoffe, ich trigger jetzt keinen. So, ich sage nochmal kurz als Warnung, falls jemand da Probleme mit hat oder schlechte Erfahrungen, es geht auch um Selbstmord. Und wenn jemand jetzt sagt, okay, das triggert mich, dann bitte ab jetzt hier abschalten. Ganz wichtig, es war so, dass ich mit jemandem zusammen selbstständig war, dem ich auch sehr vertraut habe, der für mich auch wie eine Vaterfigur war. Und ich aber jung, dumm, naiv war und gesagt habe, so, ich lasse den jetzt alles machen, der weiß, was er tut, der war vorher schon ewig lange selbstständig, ich habe meinen Hauptjob gemacht, war raus, habe auch Sachen nicht hinterfragt, habe auch nicht gewusst zum Beispiel, dass du dir alles notariell beglaubigen lassen musst, dass eine normale Unterschrift nicht immer reicht. Und ja, irgendwann bekam ich dann den Anruf, dass mir gesagt wurde, Mensch, Jana, sitzt du gerade? Ja, wenn nicht, setz dich mal. Und mir dann gesagt wurde, dass dieser Mensch sich das Leben genommen hat im Büro. Und ich dann plötzlich für alles verantwortlich war. Das hieß Mitarbeitergehälter, Steuerberatung, Büromiete und was da noch so dran hängt. Und es ist viel, wenn du Mitarbeiter hast. Und eine Selbstständigkeit auflösen ist um einiges schwieriger, als sich eine aufzubauen.
Ich musste wirklich teilweise jahrelang kämpfen, um aus so richtig bescheuerten Verträgen rauszubekommen. Und so ist natürlich auch ein Berg Schulden entstanden, weil die wollten natürlich ihre Miete, die Steuerberaterin wollte natürlich ihr Geld und du kommst ja nicht drum rum, das zu machen. Ist halt ganz wichtig und so sind dann mal so roundabout mal fix 50.000 Euro zusammengekommen, ne? Dann war es da einfach mal 50.000 Euro minus. Und bis dato habe ich mir gar keine Gedanken über Geld gemacht. Auch da hatte ich auch diese Sätze im Kopf wie, ach, Rente, nur 30 Jahre weit weg, 40 Jahre weit weg, bis so alt werde ich eh nicht. Und na, da kannst du auch nicht leben und nicht sterben von. Und ne, so die Sätze, die man halt so im Kopf hat. Und ja, da hat es halt irgendwie langsam angefangen zu rattern. Also es ging damit los, dass ich mein Schreiben bekommen habe. Also ich musste dann zur Bank gehen, mir einen Kredit machen, weil ich hätte das ja sonst alles gar nicht bezahlen können. Und habe dann irgendwann das Schreiben nach Hause bekommen, wo dann aufgelistet war, wie viele Jahre, wie lange, wann letzte Rate und so. Und ich so dachte, oh mein Gott, dann bist du über 40. Ist das das Leben, was du dir mit über 40 vorstellst? So dachte ich, nee, auf gar keinen Fall. Mit 40 wolltest du ganz woanders sein. Und war irgendwie so, das war erstmal so der erste Schockmoment. So, dann war ich ganz radikal mit mir und habe gesagt, okay, was sind meine Einnahmen, was sind meine Ausgaben? Wie kriege ich das jetzt geregelt? Wie kriege ich den Kredit schneller abbezahlt und so weiter und so fort? Habe teilweise zwei, drei Jobs gemacht und habe dann aber gesagt, so, der nächste Punkt war, was ist denn jetzt aber, wenn jetzt die nächste Scheiße passiert? Also es ist ja nichts übrig. Also geht mir jetzt hier irgendwas kaputt, ich kann es nicht bezahlen. Na, es geht einfach nicht. So, und bin dann wieder zu meinem Bankberater gegangen und der hat zu dem Zeitpunkt hat er dann auch gewechselt, also ich habe einen neuen bekommen. Und der hat aber schon gemerkt, okay, die will da wirklich raus und das ist der wirklich wichtig. Und ja, bin dann einmal die Woche, habe ich ihm dann die E-Mail geschrieben, habe gesagt, so gibt es was Neues, können wir umschulden, neue Zinsen, keine Ahnung. Und zum nächsten Termin bin ich hingegangen und habe gesagt, du, was können wir tun und wie kann ich den Teufelskreis durchbrechen? So, wenn jetzt wieder irgendwas ist, so irgendwie muss ich auch Geld sparen. So. Und dann sagt er, ja, hier gibt ja Fonds und so. Und ich so, okay, was sind denn Fonds? Ne? Ich habe mich, wie gesagt, bis dahin ja gar nicht mit irgendwas auseinandergesetzt. Und der hat mir das auch erklärt. Und der hat mir das auch sehr lieb erklärt. Und ich sagte, okay, cool. Ich will das aber selber gucken. Also wir machen das jetzt, ne? 25 € Sparplan. Aber ich will da selber reingucken. Wie kann ich mich da anmelden? Was so? Also ich will nicht einmal die Woche hier vorbeikommen, weil ich irgendwas wissen will. Wenn ich mich verbissen habe, dann habe ich mich verbissen. So. Und dann habe ich die Zugänge bekommen und habe immer gesehen, okay, Mensch, cool, da passiert ja was mit dem Geld. Mit diesen 25 € im Monat, da passiert was. Und dann war ich angefixt. Dann ging es los. Da war so, geil. So. Und da habe ich auch erst den Satz verstanden, gib deinem Geld einen Job. Und ich dachte früher immer, was meinen die damit? Weißt du, ich habe das immer nicht kapiert, ne? Gut, ich habe es auch nicht weiter hinterfragt, weil irgendwie wollte es halt nicht in meinen Kopf. Und ja, cool. So, dann habe ich das erstmal so laufen lassen, habe mich informiert, habe alles, was ich irgendwie für lau mir reinziehen konnte, habe ich mir dann an so YouTube und so, was man dann halt so macht, standardmäßig, ne? So, oder wenn man jetzt sowas wie Spotify hat oder so, dass man sagt, okay, da kannst du ja auch ganz viele Hörbücher zum Beispiel runterladen. Solche Sachen und hab mir dann immer mehr angehört, auch Psychologie des Geldes, zum Beispiel super spannend. Mein Mindset hat sich über die Zeit super verändert und ich hatte bis dato ja auch eine ganz schlechte Beziehung zu Geld. Also ich habe ja diese ganzen Glaubenssätze, die man halt so eingetrichtert kriegt als Kind, die hatte ich ja alle so drin. So, ne? Geld verdirbt den Charakter, Menschen machen nur schmutzige Geschäfte, weiß ich nicht, alles, was man so kennt, ne? Und irgendwann habe ich mal so einen Ausschnitt aus so einem Zeitungsartikel gehabt und da war ein Satz drin, der hat mich so krass geprägt, da stand einfach, du hast Geld verdient. Ne, das war so, ich kriege da jetzt auch schon wieder Gänsehaut und ich gedacht, ja, genau das. Ich bin zuverlässig, ich bin pünktlich, ich bin immer an meinem Job, ich mache und tue, ich unterstütze andere. Warum gönne ich immer anderen und mir selber aber überhaupt nicht? Warum denke ich selber, dass ich das nicht verdient habe? Und das hat nochmal so Klick gemacht. Nur dieser eine Satz hat nochmal so viel verändert.
Und ich habe dann immer weitergemacht und immer weiter. Und habe dann, wenn ich dann mal so Weihnachtsgeld, Urlaubsgeld, habe ich immer gesagt, okay, ein Teil wird angelegt, ein Teil geht dann in die Schulden rein und so. Weil ich mir dann irgendwie nicht mehr vorstellen konnte, kein Geld mehr anzulegen. Das war so, Mega. das war so, es musste einfach weitergehen. Und das hat jetzt natürlich alles Jahre gedauert und ich kann auch sagen, meine letzte Kreditrate, ich habe mir so einen hinter die Binde gekippt an dem Abend. Ich war so fertig, so ich gedacht habe, Glaube ich. so, das muss ich jetzt feiern. Irgendwie mehrere Jahre Kampf, ja, letzte Rate bezahlt. Und hab dann vorher auch schon informiert und habe auch gesagt, also ich habe dann auch immer so, wenn ich was Neues gefunden habe, ich zum Beispiel bei WhatsApp und so, das auch immer so ein bisschen gepostet, mich mit meinem Bankberater getroffen und da ging es auch nur noch darum, ja, hast du die Kurse gesehen, hast du das gesehen, was hast du gekauft, was hast du nicht gekauft, warum hast du es gekauft, warum nicht, ne, so. Und ja, so hat sich das eigentlich über die Jahre entwickelt. Und dann ging das so weiter, dass Freunde zu mir gesagt haben, sag mal, Jana, warum verdienst du da eigentlich kein Geld mit? Also immer, wenn du darüber redest, dir leuchten so die Augen, du bist so ein ganz anderer Mensch. Und ich so, dabei kann man Geld verdienen. Also auch das war mir ja gar nicht bewusst, weil ne, ich war halt in meiner Bubble, so in meiner Jobbubble und das war für mich so ein Hobby. Also das war halt so, es hat mir Spaß gemacht. Ich habe alles irgendwie aufgesogen. Ich habe ganz viele Sachen ausprobiert, ständig irgendwelche Konten eröffnet, geguckt, wie das funktioniert, sie wieder geschlossen, Geld umgeschichtet und so, weil ich einfach immer alles austesten musste. Und habe dann aber irgendwann mal geguckt, ja, wie kann man denn damit eigentlich Geld verdienen? Also, und bin dann in mehreren Vorstellungsgesprächen auch gewesen. Und bei ganz vielen hat mir aber das Mindset nicht gepasst, weil ich immer gesagt habe, so, ich will Leuten in ihrer Situation helfen. Ja, und das ist mir klar, dass ich Geld verdiene, zum Beispiel über Provision, dass das mein Gehalt ist. Weiß ich alles. Trotzdem möchte ich dem Menschen nur das zeigen, was er braucht. Und ich möchte jetzt nicht sagen, es kommt jemand zu mir. Ich helfe mir zum Beispiel auch, also ich mache ja auch so Haushaltsbücher und so, alles, was jetzt nicht mit dem mit meiner Selbstständigkeit zu tun hat, sage ich jetzt mal, oder wofür ich in Anführungszeichen bezahlt werde, sondern ich gucke auch immer so, wo kann ich den Menschen abholen, wie kann ich dem helfen, ne? Und dass man dann auch mal mit einem Haushaltsbuch anfängt und mal guckt, was bleibt eigentlich übrig, so, oder was bleibt nicht übrig und wie kann ich das ändern, wie komme ich aus den Schulden raus, und da meine ich eher das Thema Mindset und nicht, dass ich hier in Schuldnerberatung bin, das darf ich nicht, ne? Nur um das mal hier so zu erklären, da gibt es andere Leute für. Aber dass ich das zeigen kann, dass ich auch zeigen kann, wie habe ich das gemacht? Wie bin ich dran geblieben? So. Und das war mir ganz wichtig, dass ich gesagt habe, so, das muss mit dem, wer ich als Mensch bin, zusammenpassen. Und das hat es in ganz, ganz vielen Firmen tatsächlich nicht. Weil da hieß es, ja, du kannst ja gerne beim Umschulden helfen, aber dann muss der auch nochmal so Vertrag XYZ nochmal mindestens mitnehmen, wo ich sage, kann man diesen Menschen nicht einfach mal ganz kurz Luft zum Atmen geben? Ja, hat er ja selber verschuldet, sind ja Konsumschulden. Und ich denke, ja, du kennst doch die ganze Geschichte gar nicht. Und ganz ehrlich, wir haben alle mal irgendwelche Scheiße gemacht und wir sind alle keine Engel. Und ich finde es jetzt, dann zu sagen, ja, ich bin selber schuld, weißt du doch gar nicht, wie ist die Person da reingekommen. Ist leicht von außen zu urteilen, wenn man die Geschichte nicht kennt. Genau. Ja, und Und da das. hast du, ja. Ja, das ist halt, und das hat mich bei ganz vielen so genervt, dass ich mich direkt umgedreht habe und gegangen bin und gesagt, nee, so will ich nicht arbeiten. Und habe dann eine Firma gefunden, wo ich sage, okay, das passt menschlich, das passt mit der Einstellung, das ist genau das, was ich möchte, da kann ich mit arbeiten. Und arbeite mich jetzt aber noch weiterhin zu einer komplett freien Maklerin, dass ich da noch mal mehr Möglichkeiten habe, im Vermögensaufbau auch noch mehr zu helfen und Möglichkeiten zu zeigen. Und ja, am coolsten würde ich es finden, wenn irgendwann alle bei mir ankommen und sagen, Jana, ich habe da jetzt so viel gelernt, ich habe jetzt das und das gemacht, ich kann jetzt, keine Ahnung, ich kann jetzt mein Urlaub einfach so bezahlen, ich muss den jetzt nicht mehr auf Kredit kaufen oder ich habe jetzt meinen Notgroschen zusammen oder ich kann noch mal Weiterbildung XY machen, auf die ich mich schon so lange freue, ohne mir Gedanken zu machen, ne, wie kriege ich meine Sachen bezahlt oder ich kann jetzt was, keine Ahnung, was
Spielzeug XY für mein Kind kaufen. Weiß nicht, Beispiel ist ja jetzt auch so die PlayStation oder so, wo die ja alle so drauf stehen und die kostet halt nicht wenig Geld. Du möchtest deinem Kind das vielleicht einfach ermöglichen, kannst es nicht und dann auf einmal kannst du es aber und kannst sagen, du kannst es jetzt unterm Weihnachtsbaum stellen und du siehst die leuchtenden Augen von deinem Kind. Und ja, das macht so viel dann auch mit mir, so da solche Nachrichten zu bekommen. Ne? Ich denke so, cool. Und dass sie dann auch von alleine drauf kommen und sagen, hey, ich habe das und das gesehen, ich habe da jetzt auch investiert, wie findest denn du das? Oder ich Ah, habe da ja. nochmal einen Artikel gelesen oder das und das. Und ja, das ist einfach cool. Das ist ein besseres Gefühl, gibt es eigentlich gar nicht so für Das mich. glaube ich. Ja, das ist mega, wenn man dann auf die Art und Weise das zurückbekommt. Das ist viel mehr wert. Absolut. Voll gut. Definitiv. Das heißt, dein Ziel ist es quasi, wirklich zur komplett selbstständigen Maklerin zu werden, noch? Ja, das ist auf jeden Fall der Plan. Da wird jetzt dran gearbeitet, da freue ich mich drauf. Da habe ich auch tolle Menschen kennengelernt und ja, wird Voll gut. nochmal Learning, aber es ist das, wo ich hin möchte Leben und ich ist freue das mich Leben. drauf. Ja, das ist mega. Nee, das ist auf jeden Fall das Leben, das Lernen und Herausforderungen dürfen angegangen werden. Und so kannst du natürlich auch den meisten Menschen am besten helfen. Deswegen ist der Schritt, ich nenne das immer gerne eine logische Konsequenz in dem Bereich, wenn man wirklich das Beste für die Kunden will, ist das eigentlich der Weg. In meinen Ja. Augen, sagen wir es mal so. Deswegen mega. Du hast aber noch was ganz Spezielles bei dir, an deinem Firmennamen, nenne ich es mal, wie du dich positionierst. Du heißt ja Finanzfeminismus, richtig? Genau, also es ist noch nicht der direkte Firmennamen, da wird noch dran gearbeitet. Also wenn ihr jetzt Finanzfeminismus sucht, dann findet ihr vielleicht meinen Podcast. Ja. Aber ansonsten noch nicht so viel, da wird dran gearbeitet. Aber ja, Finanzen und Feminismus, das sind so meine zwei Lieblingsthemen. Und mir war auch gar nicht, also lange gar nicht bewusst, dass das so mein Thema ist. Auch das haben wieder so Freunde aus mir rausgekitzelt, weil ich immer, ja, jetzt um mal ein Beispiel zu nennen, wenn meine Freunde jetzt gesagt haben, oh, ich hatte ein Tinder-Date, so, aber die hat sich jetzt gar nicht, also also die Bilder waren ja jetzt ordentlich bearbeitet und irgendwie, ja, weiß jetzt nicht und so. Wo ich dann so, ja, die war jetzt schon irgendwie hässlich und so solche Sachen dann halt, ne, wie sie dann manchmal so sind. Wo ich dann auch immer richtig böse werde und sage, ey, erstmal gibt es keine hässlichen Menschen, also hör mal auf damit. So. Zweitens, es ist ein Tinder-Profil. Ja, es geht halt darum, sich dann irgendwie mal kennenzulernen. Ganz ehrlich, waren deine Fotos alle, ich sag, sind deine Fotos alle aktuell, ja? Bist du das auf den Bildern? Ja oder nein? So. Ja, ich sag, ja, man nimmt natürlich die Fotos, wo man sich am schönsten findet. So, es ist ja, man nimmt ja nicht die Fotos, wo man denkt, heute sieht es aber besonders scheiße aus. Okay, stelle ich jetzt mal rein. Ne? So, wäre witzig, ist mal eine geile Idee für eine App, finde ich, aber so, macht ja keiner. Also, oder auch, dass ich Kolleginnen hatte, die Mütter sind und wo ich dann gesagt habe, wo ist das Problem, diesen Menschen die Frühschicht zu geben, wenn denen doch das Leben so erleichtert wird? So. Also verstehe ich nicht. Das sind Menschen, die kommen, die, wenn man die Möglichkeit gibt, die kommen, die machen ihre Arbeit, die sind pünktlich, die sind zuverlässig und die wissen, die kommen rechtzeitig zu ihrem Kind. So, und schon hat man auf beiden Seiten Druck rausgenommen. So, ich verstehe nicht, warum das immer so ein Problem ist. Und wurde ich natürlich oft für angegiftet. Ja, aber was ist mit mir? Ja, was ist mit dir? Hast du den Stress? Weißt du, wie sich das anfühlt, wenn dein Kind krank ist und du musst auf der Arbeit funktionieren? Nein, kennst du nicht. Ich sage, ich möchte mir das nicht im geringsten an wissen, wie es sich anfühlt. Also wenn ich schon wusste, mein Neffe ist krank und ich kann da nicht hin, dann war es für mich schon schlimm. Und das ist ja nicht mal ja eigenes Fleisch und Blut sozusagen. Und da möchte ich mir gar nicht vorstellen, wie das ist, wenn du die Mutter bist oder der Vater so. Ne? Und ja, so ganz viele Punkte und du so, ja, du hast aber auch immer für alles Verständnis. Ich sag, du, ich bin hier nicht der einzige Mensch am Limit. Mir geht's damit auch nicht gut. So, ich würde auch gern mal nicht wieder länger bleiben oder ja nicht wieder einspringen, weil das Kind leider wieder krank geworden ist. Aber es sucht sich das Kind nicht aus und es sucht sich die Mama nicht aus. So, und dann kommt ja noch dazu, dass wir eine erheblich hohe Zahl an Alleinerziehenden haben in Deutschland. So. Also als ich die Zahl gehört habe, bin ich erstmal gedacht, ich falle hinten über. Das war mir auch nicht bewusst. So, dass das wirklich so viele Menschen sind, die davon betroffen sind. Und das ist, ich. Versucht euch doch mal einfach in die Lage zu setzen. Ja, ich verstehe, dass ihr pissig seid. Ich kann da ja auch nicht jeden Tag drüber lachen. So, mich nervt es halt manchmal auch. So, ja, ne? Speziell jetzt in meinem alten Job. Aber es ist halt nicht änderbar und es ist halt niemandem geholfen, wenn du da jetzt noch oben drauf haust oder lässt das oder keine Ahnung. Und auch so ganz viele andere Themen. Also ich bin ja auch
sehr open-minded verschiedenen ja, Beziehungsmodellen gegenüber oder gleichgeschlechtliche Liebe oder was es da an Riesenspektrum gibt. Und ich kann es einfach nicht haben, wenn man da irgendwie drüber ablästert, blöde Sprüche macht, negativ kommentiert. Da werde ich halt sauer und dann spreche ich das halt auch aus und ich spreche es halt auch an. Und irgendwann hat jemand mal zu mir gesagt, oh, schon wieder so eine Kackfeministin. So, Okay. weißt du? Und so, ja, und ich habe das halt mal gehört und habe dann aber mal gedacht, so, hä, ja, Feminismus, also so viel auch negativ behaftet, weil die dann sagen, Männerbashing, ganzen Emanzen, die brauchen uns ja alle nicht mehr und so. Ich gesagt habe, nee, es geht um so viele Themen mehr. Es geht ja auch darum, um Gleichstellung auch in der Partnerschaft. Also, wie lange hat es auch gedauert, bis es dafür Verständnis gab, dass ein Mann gesagt hat, so, meine Frau verdient besser und ich habe aber voll Bock, den Hausmann zu machen und ich bleibe jetzt gern zu Hause und kümmere mich um das Kind und meine Frau geht arbeiten und ich stelle ihr das Essen abends auf den Tisch. Also, auch da gab es ja Kämpfe für die Männer, dass sie gesagt haben, ja, was, wo ich dachte, ja, ist doch cool. Wenn das für die beiden so passt, dann sollen sie das doch gerne so machen. Auch da ist natürlich die Frau in der Verantwortung zu gucken, okay, wie kann ich dem Mann da rententechnisch aushelfen zum Beispiel, ne? Also natürlich ist es auch andersrum wichtig. Ja, oder es gibt ja auch ganz viele, also nicht jeder Mann, der Kindergärtner werden will, ist pädophil und weißt du, so alles, was so ganz viele Dinge, die ja da auch immer unterstellt werden, wo ich ganz klar gegen angehe und sage, das funktioniert für mich nicht. Das macht mich einfach nur wütend. Und ja, also ein Freund von mir hat mal gesagt, so, Jana, ich mache dir jetzt Plakate, wir schicken dich jetzt in die Politik. So, wie du hier redest, so, du musst in die Politik. Und ich denke mir so, nee, das würde ich da nicht lange aushalten. Aber ja, um da mal nicht so ganz so groß, das ist, wie gesagt, das ist ja ein sehr großes Thema, aber genau deswegen Absolut. Finanzfeminismus. Ja, mega, nee, klar, es ist ein Riesenthema und ich glaube, das Schwierige dabei ist, dass irgendwie gefühlt jeder auch was anderes damit identifiziert oder sich identifiziert. Was anderes versteht, das wollte ich sagen. Jeder versteht irgendwie da noch so ein bisschen was anderes. Und dann gibt es welche, die Feminismus also nicht gutheißen, aber eigentlich für das, trotzdem für das stehen. Weil für sie Feminismus so einfach nur dieses krasse Frauenbild. Aber es geht ja um so viel mehr, sage ich mal. Und deswegen hat, worauf ich hinaus will, jeder hat so seine eigene Vorstellung davon. Und deswegen gerät man, glaube ich, auch oft so an Fronten. Vielleicht meint man sogar das Gleiche, aber das Wort ist unschlüssig oder. Und meint doch was anderes, man glaubt aber, wie auch immer. Deswegen birgt das auf jeden Fall Diskutierbedarf, nennen wir es mal so. Auf jeden Fall. Und du hast dir da auch zwei gute Themen, finde ich, rausgesucht, die beide sehr viel zu Diskussionen führen oder nicht negativ gemeint, aber wo man viel aufklären darf, um beiden Themen, sage ich mal. Oh ja. Die aber auch irgendwie gut zusammenpassen. Du hast es gerade, jetzt schließt sich so ein bisschen der Kreis, du hast es gerade so schön formuliert, gerade wenn es um die Familiensituation geht, dass die Frau eben zu Hause bleibt oder eben nicht, da kommen ja dann auch wieder die Finanzen ins Spiel, dass die Frauen dann da gleichberechtigt werden oder es auch andersrum sein darf, sage ich mal. Deswegen passt gut zusammen, würde ich das jetzt mal so sagen. Also, finde ich gut. Ja, es ist halt so wichtig, weil finanzielle Unabhängigkeit und darum, da geht es jetzt nicht darum, dass man sich jetzt die Millionen anhäuft, sondern ein Beispiel ist eine Freundin von mir, ist schon super lange unglücklich in ihrer Beziehung. So. Und es ist nicht so, dass man mal sagt, so man hat diese Phasen klar, die gehören dazu, man findet sich halt manchmal doof und so und da muss man jetzt auch nicht gleich wegrennen. Aber wenn das wirklich so über Jahre geht und man sich nicht mehr sichtbar fühlt, sich dann aber nicht mal die Kaution für eine Wohnung leisten kann und einfach auch aus diesen Gründen in einer Beziehung bleiben muss, Sorry, finde ich, ja. alles gut. Das ist etwas, was ich ganz schwierig finde. Und genau darum geht's. Und natürlich, wie gesagt, auch andersrum. Mein Fokus liegt halt aber auf Frauen. Das heißt aber nicht, wenn jetzt ein Mann zu mir kommt und sagt, ich habe da mal für eine Frage, das sagt, mit dir rede ich nicht. Ne? Also nicht, dass man. Also, nee, so. Nee, klar. Darum geht's nicht. Aber dass immer gefühlt mehr Frauen in diesen Situationen stecken. Und mir das Ja. einfach wichtig ist, zu sagen, hey, du musst nicht in dieser Situation bleiben. Auch für dich gibt es einen Weg.
So. Genau, so ist es. So oder so, das würde ich jetzt mal auf alle beziehen. Es gibt immer einen Weg. Und gerade beim Thema Finanzen sind es ja häufig auch die Frauen, die keine Lust haben, sich damit zu beschäftigen. Das ist dann auch noch so eine Aufgabe, die wir dann haben, zu sagen, ey, das ist aber wichtig. Und es ist vor allem nicht langweilig, weil viele, oder kompliziert und schwierig. Das ist ja so, dass was bei vielen auch im Kopf ist, sie haben keine Lust drauf, schwierig, kompliziert, ja, ich lass mal machen. Wir, glaube ich, auch, Ja. ja. Deswegen finde ich, wie gesagt, dass Frauen eigentlich sehr gut ist und passt, weil es so wichtig ist. Und ich finde auch mega, dass du deine beiden Leidenschaften quasi zusammengepackt hast, Feminismus und Finanzen. Und vielleicht kannst du, magst du noch mal so einen Ausblick geben? Du hast ja schon ein bisschen gesagt, du willst unabhängige Maklerin werden. Aber was sind so deine Ziele, vielleicht so mittel- und auch langfristig? Wo willst du mal hin? Was ist so dein Ziel? Vielleicht auch mit deinem Podcast, mit deinem Business? Was ist so die nächsten Jahre, sage ich mal, geplant? Weil ich gehe nicht davon aus, dass du morgen wieder aufhörst. Nee, also aufhören werde ich damit nicht. Also egal, ob es hauptberuflich bleibt oder nebenberuflich, das Ziel bleibt das gleiche. Ja, mein Podcast wäre natürlich cool, wenn es, würde ich mich natürlich freuen, wenn es mehr Leute hören, abonnieren, weitertragen. Auch da gebe ich ja anderen Frauen die Plattform, sich vorzustellen und zu sagen, hey, das ist mein Business, das mache ich. Ich würde mich auch freuen, wenn jetzt hier queere Menschen vielleicht sind, die zuhören oder zugucken in dem Fall. Dass sie mal sagen, hey, ich habe mal Bock, über meine Geschichte zu reden. Das würde ich auch so gern mal machen, weil natürlich kann ich verteidigen, so viel ich will. Hineinfühlen kann ich mich trotzdem nicht. Also nicht zu 100%. Und ich würde es einfach total toll finden, wenn sich da mal jemand meldet und sagt, ja, ich erzähle dir super gern mal meine Geschichte. Ja, das wäre super. Ich ganz viele Frauen finanziell unabhängig machen, ganz viele Frauen für das Thema auch begeistern. Zu sagen, ja, ich möchte es weitertragen, ich möchte es lernen, weil, wie du schon gesagt hast, es ist nicht so kompliziert. Ich komme aus einem ganz anderen Business und ich habe es auch verstanden. Und ich war, viele denken ja auch, Mathe ist dann auch so wichtig. Ich war in Mathe eine richtige Null. Ja? Man braucht kein Mathe. so, es war nicht mein Thema, es war nicht mein Fach. War es in der Berufsschule nicht. Heute verstehe ich sehr viele Sachen, sehr viel mehr, weil ich einen anderen Blickwinkel drauf habe. Der Finanzmarkt ist ultra flexibel geworden. Es ist so, es ist halt auch das Geile. Es ist nichts in Stein gemeißelt. Lebenssituationen verändern sich und man kann alles an Finanzen immer anpassen. Das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Ja, also ganz, ganz viele Menschen oder ganz, ganz viele Frauen so stärken finanziell und auch im Mindset. So, weil ich für mich gelernt habe, finanziell unabhängiger zu sein. Hat auch so viel mit meinem Selbstbewusstsein, mit meinem Selbstwertgefühl gemacht und mit meiner Selbsteinschätzung. Und ja, das ist einfach rundum einfach ein geiles Thema. Absolut. Schöne Worte. Ich würde sagen, liebe Jana, vielen Dank, dass du mit deiner interessanten Story in unserem Podcast warst. Das ist ja ein Paradebeispiel dafür, seiner Leidenschaft letztendlich zu folgen, woraus auch immer sie entstanden ist. Du hast Ja. eine Situation gehabt und hast aus etwas nicht so schön, nenne ich es jetzt mal, etwas Ja. Positives, deine Leidenschaft und deinen zukünftigen Weg gemacht. Und das ist einfach, ja, das finde ich mega schön und zeigt einfach auch so, genau das ist, was das Leben ausmacht. Egal, was dir im Leben begegnet, du kannst, du darfst daraus lernen, wachsen und es zu deinem, zu deiner Story und deinem Vorteil machen, zu deinem, deiner Stärke. Ja, definitiv. Es gibt immer Ja. einen Weg. So, das ist, glaube ich, der wichtigste Punkt. Es gibt immer eine Lösung. Ja. Auch wenn sich das jetzt gerade nicht so anfühlt, es Die gibt ihn. Phasen gibt es auf jeden Fall. Ja, Ja. liebe Jana, wo kann man dich denn am besten finden, wenn jetzt jemand noch eine Frage zu dir hat oder zu deinem Podcast? Wie kann man denn am besten zu dir Kontakt aufnehmen? Also ihr findet mich bei Instagram unter Frau Glitterboss. Man kann mir eine E-Mail schreiben an frauglitterboss@gmail.com. Mein Podcast heißt Finanzfeminismus, Frauen können gut mit Geld. Man findet mich bei LinkedIn. Bei Facebook findet man mich auch unter Jana Rades. Kann man auch gerne schauen. Genau, da findet man mich dann. Perfekt. Dann weißt du jetzt, wo du dich hinwenden kannst. Dann hab vielen Dank, dass du hier warst und noch einen wundervollen Nachmittag in unserem Fall. Und ich wünsche auch dir einen wundervollen Tag, Nachmittag, was immer gerade eine Uhrzeit für dich ist. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Mach's gut. Bis dahin. Ciao, ciao. Vielen Dank. Bye-bye.